Das Leben und das traurige Ende von Gregory Peck, dem größten Bildschirmhelden aller Zeiten. Gregory Peck war ein amerikanischer Schauspieler, der in einer mehr als 50-jährigen Karriere zu einem der beliebtesten und angesehensten Hollywood-Stars wurde, in der er einen dauerhaften Anstand und die soliden traditionellen Werte eines älteren Amerikas repräsentierte. Ab den 1940er Jahren war er einer der großen Stars Hollywoods. In seinen ersten 5 Jahren als Filmschauspieler wurde er 4-mal für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert und vom American Film Institute auf Platz 12 der Liste der größten männlichen Stars aller Zeiten gewählt. Er erhielt insgesamt 5 Oscar-Nominierungen und gewann 1962 einen Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Leistung als Atticus Finch in dem Film To Kill a Mockingbird. Im Mai 2003, nur 2 Wochen vor Pecks Tod, wurde seine Figur Atticus Finch vom American Film Institute zum größten Leinwandhelden aller Zeiten gewählt. Neben seinem Oscar erhielt Peck viele Auszeichnungen, darunter 1967 den Jean Hersholt Humanitarian Award der Academy, 1989 einen Lifetime Achievement Award des American Film Institute und die Presidential Medal of Freedom für seine humanitäre Arbeit. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass er eine der großen Legenden des goldenen Zeitalters Hollywoods war. Er wurde am 5. April 1916 in La Jolla, Kalifornien, als Eldred Gregory Peck geboren, wo sein Vater Apotheker war. Er lebte bei seiner Großmutter in La Jolla, nachdem sich seine Eltern im Alter von 6 Jahren scheiden ließen und im Alter von 10 Jahren an die römisch-katholische Militärakademie St. John's in Los Angeles geschickt wurde. Nach 4 Jahren starb seine Großmutter und Peck zog wieder zu seinem Vater und begann, die San Diego High School zu besuchen. Nach seinem Abschluss verbrachte er ein Jahr am San Diego State Teachers College, wo er Schauspiel- und öffentliche Redenskurse belegte und sich dann als Medizinstudent an der University of California, Berkeley, einschrieb, um den Wunsch seines Vaters zu respektieren, Arzt zu werden. Das Medizinstudium machte Peck jedoch keinen Spaß und wechselte bald zum Englischstudium mit dem Ziel, Zeitungsreporter zu werden. Sein Hauptinteresse außerhalb seines Studiums galt dem Rudern und mit seinem athletischen Körperbau von 63 wurde er ausgewählt, um die Universität zu vertreten. Während seiner Zeit in Berkeley entwickelte er ein Interesse an der Schauspielerei und wurde regelmäßiger Darsteller im Little Theater der Universität, wobei er ein natürliches Talent und ein Flair entdeckte, von dem er bisher nicht wusste, dass er es besaß. Als er 1939 seinen Abschluss in Englisch machte, änderte er seinen Namen von Eldred in Gregory Peck und zog nach New York City, um seiner neuen Berufung nachzugehen. Er studierte am Neighborhood Playhouse bei dem Schauspiellehrer Sanford Meisner und arbeitete, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, eine Zeit lang als Rummelplatz auf der Weltausstellung 1939. Innerhalb eines Jahres besetzte er kleine Rollen in kleinen Wandershows. Aber sein natürlicher, lockerer Stil zeichnete ihn aus. Und 1942 wurde er für sein professionelles Debüt am Broadway als Hauptdarsteller in Emlyn Williams' Stück The Morning Star ausgewählt. Während seines ersten Jahres als Vollzeitschauspieler wurde Peck aufgefallen und erhielt Angebote aus Hollywood. Er war während seiner gesamten Karriere sehr vorsichtig bei der Auswahl von Filmrollen und lehnte die ersten Filmangebote ab, die ihm gemacht wurden. Nachdem er eine Doppelrolle im Bühnenstück The Willow in E gespielt hatte, trat er in Irvin Shows Drama Sons and Soldiers zusammen mit Stella Adler und Karl Malden auf und akzeptierte schließlich seine Debütfilmrolle als Widerstandskämpfer in Tage des Ruhms im Jahr 1944. Seine nächste Rolle, 1946 als Priester, Pater Francis Hiesholm, in Die Schlüssel des Königreichs, war ein durchschlagender Erfolg und brachte ihm seine erste Oscar-Nominierung ein. Es war der Beginn einer Reihe von Filmerfolgen, die Peck zu einem großen Hollywood-Star machten. In den nächsten Jahren hatte er Rollen in Erfolgsfilmen, zunächst für MGM mit The Valley of Decision im Jahr 1945 und dann im selben Jahr in Alfred Hitchcocks Spellbound. Darauf folgte 1946 King Vidors Duell in der Sonne und 1947 erhielt er seine 2. Oscar-Nominierung für Der Jährling und im selben Jahr hatte er einen weiteren Erfolg als Reporter,
der den Antisemitismus in Elia Kazans Film aufdeckte Gentleman's Agreement, das einen Oscar für den besten Film und eine weitere Nominierung für Peck als bester Hauptdarsteller gewann. Er drehte weiterhin denkwürdige, kommerziell erfolgreiche Filme und erhielt 1949 seine vierte Nominierung für den Oscar als bester Schauspieler mit 12 O'Clock High, dem ersten von vielen erfolgreichen Kriegsfilmen, in denen er mitspielte. In seinen ersten 5 Jahren als Filmschauspieler war Peck 4-mal für den Oscar als bester Schauspieler nominiert worden. In den folgenden Jahren spielte er weiterhin in wichtigen und erfolgreichen Filmen wie The Gunfighter 1950, der entzückenden romantischen Komödie Roman Holiday 1953 mit Audrey Hepburn, als Ahab in Moby Dick 1956, On the Beach im Jahr 1959, die die Schrecken des globalen Atomkriegs auf die Leinwand brachte, und The Guns of Navarone im Jahr 1961. Peck gewann schließlich mit seiner 5. Nominierung den Oscar als bester Hauptdarsteller, als er Atticus Finch in einer Verfilmung des Harper Lee-Romans To Kill a Mockingbird spielte. Es wurde auf dem Höhepunkt der US-Bürgerrechtsbewegung im Jahr 1962 veröffentlicht und die Rolle blieb für immer eine von Pecks Favoriten. 2003 hat das American Film Institute Atticus Finch auf die Liste der Filmhelden der letzten 100 Jahre gesetzt. Ebenfalls 1962 hatte Peck einen weiteren Erfolg, als Co-Star in dem Epos Wie der Westen gewonnen wurde. Er war jetzt ein großer Hollywood-Superstar auf dem Höhepunkt seiner Karriere, ein herausragender Schauspieler mit einem Oscar und einer Reihe erfolgreicher Rollen. Während des Rests seiner langen Karriere drehte er weiterhin Filme, aber zwischen den Erfolgen gab es mehr enttäuschende Filme. In Behold a Pale Horse spielte er 1964 wenig überzeugend einen spanischen Loyalisten, und die düstere Komödie mit Tony Curtis Captain Newman, M.D., wurde nicht gut aufgenommen. Peck begann, die Zeit, die er damit verbrachte, Filme zu drehen, zu verkürzen, obwohl er weiterhin Rollen annahm, die ihm gefielen. Nach weiteren enttäuschenden Kritiken für seine Auftritte im Jahr 1966 in Mirage und Arabeske verließ er die Filme für 3 Jahre komplett, um mehr Zeit mit seiner Frau und seiner wachsenden Familie zu verbringen. Er kehrte 1969 mit wenig wirklichem Erfolg zu Hollywood zurück. In den frühen 1970er Jahren produzierte er 2 Filme, The Trial of the Catonsville Nine 1972 und The Dove 1974, und zeigte seine zugrunde liegende Qualität im Horrorfilm The Omen 1976, MacArthur im folgenden Jahr und The Boys from Brazil 1978. Er blieb ein großer Star, ein bekannter Name, bis ins hohe Alter und wechselte in die Fernseharbeit mit der Miniserie The Blue and the Grey 1982 und dem Fernsehfilm The Scarlet and the Black 1983, Remakes seiner früheren Filme, Cape Fear, im Jahr 1991 und Moby Dick, im Jahr 1998. Peck war 2-mal verheiratet, zunächst mit Greta Kukkonen im Jahr 1942. Sie hatten 3 Söhne und blieben nach ihrer Trennung 1953 ein gutes Verhältnis. Sie ließen sich 1955 scheiden. Ihr ältester Sohn, John, beging 1975 durch einen Schuss Selbstmord. Als er 1953 nach Italien kam, um Roman Holiday zu drehen, war Peck innerlich unglücklich über seine kürzliche Trennung und die bevorstehende Scheidung von Greta. Während der Dreharbeiten verliebte er sich jedoch in eine französische Reporterin, Veronique Passani, die ihn vor seiner Abreise interviewt hatte, um Roman Holiday zu drehen. Nach seiner Scheidung heiratete er Veronique und sie blieben bis zu seinem Tod zusammen. Sie hatten 2 Kinder, Anthony und Cecilia, die beide Schauspieler wurden. Im Alter von 85 Jahren kehrte Peck zu seiner ersten Liebe zurück, der Bühne. 2 Jahre lang tourte er durch Amerika und sprach über sein Leben und seine Erfahrungen als Vater und als Hollywoodstar und Schauspieler. Gregory Peck verstarb am 12. Juni 2003 im Alter von 87 Jahren im Schlaf an einem Bronchialleiden. Er ist in der Kathedrale unserer lieben Frau von den Engeln in Los Angeles begraben. Auf Wiedersehen der legendären Schauspielerin Sidney Poitier.